Willkommen zurück bei 2 die Zacken. Lange nicht mehr gesagt. Schön, dass ich wieder da sein darf. Zelta, ihr seht's schon. Neues Projekt Link's Awakening. Für mich persönlich ganz großes Highlight. Ich freue mich sehr. Wir springen gleich mal rein. Ich erzähle gleich noch ein paar Takte. Ihr seht, ich habe hier gestern schon angefangen. Ich habe glücklicherweise vom Experte Beck die Version einen Tag früher bekommen. Habe gestern schon mal reingespielt und heute Freitag, der 20.09. ist ja auch der offizielle Release von Link's Awakening. Wer es nicht weiß, eines der meiner Meinung nach besten Zelda, die je rauskamen. Vielleicht auch durch meine persönliche Liebe zu diesem Spiel. Dieses Spiel hat mir die Liebe zu Computerspielen auch ein Stück weit das Computerspiele, Videospielen ein Stück weit einfach geebnet und maßgeblich beeinflusst. Dazu gleich ein paar Takte mehr. Ich habe noch nicht viel gemacht. Ihr seht hier oben 3 Herzen. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, ein bisschen die Grafik angeschaut und ich würde sagen, wir springen gleich mal in ein neues Spiel. Gibt jetzt neu Normal- und Heldenmodus. Zu diesem Remake-Ding erzähle ich gleich noch ein bisschen was für diejenigen, die es nicht wissen. Wir spielen es jetzt aber erstmal auf normal. Heldenmodus wird der Schaden verdoppelt und es erscheinen keine Herzen. Vielleicht auch was Interessantes für einen zweiten Spieldurchgang. Ich will es mir aber jetzt ganz ehrlich, ich bin heiß drauf, will es mir erstmal anschauen. Auf normal. Ne, weil ich war noch in keinem Dungeon drin, nix. Ich habe gestern wirklich 30 Minuten nur gespielt. Ich hatte gestern keine Zeit. Und da ist klar, ne? Wie wir heißen. Mensch. Ist klar, wie wir heißen. Ja, gestern keine Zeit gehabt, leider. Was heißt leider? Hat auch einen schönen Abend, war beim Comedy. Aber. Ne, jetzt passt nicht rein, ne? 2 die Zocken passt nicht rein. Gut, dann machen wir es anders, ne? Dann wird 2 die Zocken eben abgekürzt. Habe ich auch nichts gegen. Und los geht's, wir springen rein. Zu dem Spiel gibt es tatsächlich einiges zu erzählen. Ersterscheinung 93, wenn ich richtig liege, auf dem Gameboy damals, noch der alte graue. Marin, ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolit. Bist du in Ordnung? Und das ist schon die erste Unterscheidung. Wir sind auf der Insel Kokolint. Wir sind nicht in Hyrule. Wir werden auch, kleiner Spoiler, Zelda nicht sehen. Also der namensgebende Dame ist in diesem Spiel gar nicht mit von der Partie. Und das ist schon echt verrückt. Ich gehe später noch auf ein paar kleine Einzelheiten ein. Rechts hinten sehen wir schon ein paar Pilze. An welches andere Nintendo-Spiel erinnert uns das denn? Gehe ich dann einfach noch drauf ein. Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort einmal umschauen. Aber sei vorsichtig, durchwimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Also, wir sind angespielt worden am Strand. Wissen offensichtlich nicht, wer wir sind. So weit, so Zelda. Endlich bist du wieder auf dem Bein. Ich heiße übrigens Tarin. Geht es dir gut? 2 die Zocken. Was? Weil ich deinen Namen weiß? Steht auf der Rückseite von diesem Schild. Ja. Der Sound. Der Sound, wenn man was gut macht. Schön, Zelda. So, raus hier. Und wir sind im wunderschönen Möwendorf. Was eine Grafik. So, ich habe ja gesagt, ich sag noch ein paar Takte zu dem Spiel an und für sich. Rausgekommen, wie schon erwähnt, 93 damals für den
noch ganz alten grauen Gameboy, wer sich erinnert. Und dadurch eines meiner ersten Spiele. Ich bin ein Kind, das nie mit einer wirklichen Konsole aufgewachsen ist. Ich hatte eine tatsächlich Commodore 64, also eine C64 hatte ich. Bin jetzt ja auch bald 30, ne? Also merkt man dann da wohl auch in den Konsolen, die ich hatte, besessen habe, gespielt habe. Aber tatsächlich nie eine Konsole, wie zum Beispiel ein N64 oder auch ein Super Nintendo oder sowas. Ne? Also zu der Zeit war ja dann auch auf dem Super Nintendo Entertainment System, der SNES, was ein Name, Zelda 3, Link to the Past im Moment aktuell. Und danach, also nach Zelda 3, das hier ist quasi Zelda 4, kann man das so sagen. Kam auf dem Gameboy raus und hat dadurch halt Wellen geschlagen, da es halt wirklich auf dem Handheld erstmals einer ganz breiten Masse an Leuten zugänglich gemacht wurde. Ja, reden wir mal mit der Omi. Ja, ja, mir geht's gut und dir? Ja, soweit, so gut. Endlich mal wieder da. Im Moment ist ja immer noch Pause bei 2D Zocken auf dem Kanal hier, weil gerade privat ziemlich viel um die Ohren ist, aber ganz ehrlich, Das ist ein schönes Spiel. Ich mag es sehr. Eines meiner Lieblinge. Es hat mir wirklich dann auch die Welt in der Nintendo-Welt geöffnet, weil ich tatsächlich halt diesen grauen Gameboy von den Eltern benutzen durfte. Und hatte damals dann wirklich auch dieses Zelda. Und was hab ich es geliebt. Ich war so gehypt, als dann der E3-Trailer 2018 kam, wo stand, dass hier ein Link's Awakening Remake auf uns zukommt. Heieiei. Richtig, richtig stark. So, jetzt sind wir in der Dorfbücherei. Hier liegen ein paar Tutorials rum. Dass ihr die auch kennt. Ne? Ich werde jetzt nicht jedes Buch durchlesen. Einfach stichprobenartig. Drücke Plus, um das Inventar zu öffnen. Wähle dann das Items aus. Lege es auf X oder Y. Man kann auch mit anderen Dingen als dem Schwert kämpfen. Ich probiere es aus. Machen wir jetzt auch gleich mal, das hier ist das Inventar. Was auch neu ist, ist die Karte in dieser Version. Oh, hier, ihr seht, die öffnet sich viel detaillierter, die ist auch größer. Man kann hier ähnlich wie in Breath of the Wild, wenn man sich jetzt nicht so doof verdrückt wie ich, denn wir spielen es selbstverständlich auf der Switch-Konsole, Switch-exklusiv. Aber jetzt bin ich in dem Alter, wo ich mir meine Konsolen nicht mehr leisten kann. Aber die Zeit fehlt. Ihr kennt das Problem vielleicht. So, kann man hier einmal sich was anpinnen mit A. Und zwar kann man dann hier einfach Schatztruhen und so auf die Karte pinnen. Das wird, glaube ich, ganz nett. Vielleicht werden wir uns da gemeinsam hier ein paar Schätze markieren können, zu denen wir ganz Zelda-like nicht mehr hinkommen. Oder in dem Fall noch nicht hinkommen, erst ein paar Items benötigen. Die Grafik ist schön. Kleine Info zur Performance. Ich habe schon gemerkt, dass es ein paar FPS-Einbrüche auf der Oberwelt gibt. In den Dungeons soll es ersten Berichten zufolge ganz gut laufen. Aber es ist natürlich so, wir müssen da jetzt mal gucken, ne? Weil ich nehme das natürlich über meine Elgato hier auf, über die Software und Hardware. Die Elgato kann das Videosignal abfangen. Und da hat man natürlich immer noch mal ein bisschen Performance-Einbrüche. Ne? Aber schauen wir uns einfach an. Auch der Sound, wenn es zu schlimm wird, wenn es irgendwie falsch abgemischt ist, lasst es mich wissen, dann stelle ich es nochmal um. Auf jeden Fall, lange Rede, schwacher Sinn. Auf geht's zum Strand. Und es wurde auch im Vorfeld viel diskutiert, die neue Grafik dieses Komplett-Remakes. Denn da haben sie sich Mühe gegeben, ne? Also das Spiel ist jetzt 93 rausgekommen. Rechnet selbst, das 93, 94. Es ist schon verrückt. Ja, es musste natürlich eine neue Engine her. Und hier unten haben wir jetzt das Schwert. Unser Schwert, Hermit. Viel diskutiert, weil es ja halt so plastisch wirkt, so ein bisschen, ne? Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, den Windfisch zu wecken. Das heißt, man könnte die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen.
Norton, Zauberwald. Sehr gut. Hier findet man auch viele Parallelen tatsächlich zu Spielen wie der direkte Vorgänger. Also, ne? Die sind irgendwie so ein bisschen parallel erschienen. Zelda 3. Du hast dein Schwert gefunden. Bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Nämlich zwei, die zocken, Freunde. Schwinge es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. Okay. So, und ich habe hier gerade die Monster mit meinem Schild weggedrückt. Nämlich eine Neuerung in der Version ist, dass man die Schwert und Schild nicht mehr auf Tasten binden muss. Das war in der Urversion noch der Fall für den Gameboy. Ich weiß, es war ziemliches Inventory-Management nötig. Aber hier hat man jetzt das Schwert und das Schild immer ausgerüstet. Ich habe auch gehört, ich hatte sie jetzt in der Version noch nicht, aber das wird dann mit den Pegasus-Stiefeln auch so sein, dass man dann hier schnell laufen kann. Was eine wirklich willkommene Neuerung ist. Und ich bin persönlich relativ froh, dass er ansonsten das Gameplay ziemlich dagelassen haben muss. Und ganz ehrlich, Freunde, wir werden uns in den Dungeons wieder die Haare raufen. Ich sag nur Adler-Dungeon am Schluss, wo man die Säulen einstürzen lassen muss. Aber das werden wir dann noch sehen. Wir sehen hier auch schon den Kettenhund. Und einige mag es schon erinnern an einen kleinen Klempner aus der Nintendo-Welt eventuell. Und das ist eine Sache, in der ich gleich auch in der ersten Folge eingehen will. Dieses Spiel spielt sehr mit... mit dem Thema Traum, mit dem Thema... Illusionen. Und für mich persönlich war es immer komisch dann, dass alle gesagt haben, Zelda spielt in Hyrule, Bösewicht ist Ganondorf und so weiter und so fort, weil ich eben mit dem Zelda hier eingestiegen bin. Und hier ist es eben nicht der Fall. Ja? Und viele sagen, dass hier so eine Traumwelt von Zelda, also von Link, der Typ heißt Link, um eben hier das Ganze zu rechtfertigen, dass hier Kettenhunde drin sind. Wir sehen jetzt auch gleich noch, wenn ich in den Rubin-Shop gehe, da steht eine Yoshi-Figur. Und das ist halt so eine Sache, ich finde die Anspielung ganz nett, dass hier andere Nintendo-Marken mit rein verwurstet werden. Einfach nicht. Die waren auch früher übrigens schon drin. Ja, also Yoshi-Puppe ist nichts Neues jetzt hier. Auch schon 93, ja. Von dem her haben sie da mal ein bisschen was gewagt in Zelda 3,54, wie auch immer. Du hast eine Zaubermuschel erhalten, wozu die wohl gut ist. Und noch ein Indiz hierfür ist, weil ich mich hier schon mal ein bisschen umgeschaut hatte, selbstverständlich. Es gibt so Statuen, die man hier aufstellen kann. Das ist zum Beispiel die Halterung für etwas, das Piranha-Pflanze heißt. Und woher kennen wir das wohl? Ja, also später wird es auch noch ein Level geben, freue ich mich sehr drauf, wo so ein bisschen Sidescroll-mäßig, Mario-mäßig ist. Also diese Mario-Einflüsse und so. Ich finde das gut. Ich finde es richtig gut. Das hat was. Und zur Diskussion von der Grafik nochmal zu kommen, ganz ehrlich, mir gefällt's. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, das ist eben ein bisschen zu knuffig, zu süß. Aber allein, oder auch, dass die Ränder hier verschwimmen, das ist eine Designentscheidung, ist in Dungeons wohl nicht, sondern nur auf der Oberwelt. Zum einen, um die Performance zu verbessern, zum anderen, um dieses Traumding so ein bisschen zu untermauern. Das ist zumindest auch meine weitere Interpretation. Viele sagen auch, dass dieses Comic-Design noch ein bisschen besser rauskommt. Es muss aber im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. So, was haben wir denn hier? Ah ja, das ist die Familie der Kinder, die wir draußen vor der Bibliothek schon bald spielen haben sehen. Sie sehen alle gleich aus, meine vier Jungs. Auch ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich habe sie in eine in der Krankemenate gesehen. Ey Leute, ganz ehrlich, Kemenate ist ja auch kein Wort. Oder also ich bitte euch. Und hier haben wir wieder viele Halterungen, hier, ne, diese kleinen Podeste, sag ich mal, Buhu drauf. Die müssen wir quasi in der Spielwelt finden und dann hier abgeben. Auf gut Deutsch abgeben, ja. Das hier sind die Söhne. Es scheint, dass du nach dem Speichern wieder dort beginnst, wo du zuletzt gespeichert hast. Außer in Labyrinthen fängst du wieder am Eingang an.
Ich verstehe das auch nicht, aber ich bin auch noch zu klein. Süß. Also so Tutorials in die Welt einzubauen, war die Art und Weise, wie man es 93 gemacht hat und hat heute, finde ich persönlich, immer noch seinen Charme. Sie wollte die Yoshi-Puppe. Das ist eine Sache, da erinnere ich mich quasi tatsächlich von damals. Das ist so, das ist eine Tauschquest, die über die komplette Insel geht. Also das zu dem tauschen und hin und her und wie auch wo, werden wir da mal sehen. Ich hatte schon vor, die abzuschließen, weil ich auch so Bock jetzt hier auf das Spiel habe, ja. Obwohl gerade der Kanal, wie vorhin schon erwähnt, gerade noch in Pausezustand ist, ja. Wollte ich, habe ich, das habe ich schon geholt, ne? Ich rede wieder zu viel, weil ich so Bock habe. Ah, natürlich schon geholt. Okay. Aber ich habe da echt Bock drauf. Ich habe mir jetzt auch die Limited Edition gezogen von dem Spiel. Ist noch ein Artbook und ein Steelbook dabei für ein 20 mehr. Das war mir den 20 dann auch einfach wert. Hab zum Glück beim Expert noch eine bekommen. Hab einen Anruf bekommen, dass ich von der Warteliste noch eine bekommen habe. Sehr froh. Da ist quasi für mich wirklich so das erste Spiel war, das mich in die Videospiele gebracht hat. Und natürlich dann auch in die Welt von Zelda. Ja, das habe ich damals natürlich gar nicht überrissen als kleiner Knopf, was das für eine große Videospielreihe ist oder sein wird. Und hier müssen wir jetzt quasi für 10 Rubine. Oh, bitte komm. Ah, nee, das wird auch nichts. Bitte. First Try. Also ganz ehrlich, ich habe da in der halben Stunde, die ich gestern gespielt habe, um diese Yoshi-Puppe zu erlangen, glaube ich, allein 15 Minuten. Du liebst Yoshi. Wir lieben Yoshi. Leute, wir lieben Yoshi. Jetzt würde ich ganz gern auch noch schnell nochmal 10 Rubine hier zusammen farmen. Ui, du hast die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Ja, die bringe ich ihr auch gleich. Die gibt mir dann ein anderes Item. Ich glaube, eine Schleife war es. Und da müssen wir gucken, und das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wer die dann benötigt. So, das Herzteil will ich mir hier drin auf jeden Fall noch holen. Ah ja, und diese Puppe ganz rechts, der Kugelhund mit Schleife. Oh Gott, das war nix. Ich habe quasi immer nur eine Chance, nach vorne und nach rechts zu drücken. Bitte. Er ist gnadenlos, was das angeht. Wenn ich den Knopf loslasse, dann kann man nicht den Knopf erneut drücken. Also hast dann einfach so weit nach vorne gedrückt und dann wirst du es wohl wohl auch so meinen. Ja, und dann wolltest du einfach das Herzteil nicht. Okay, vielleicht farme ich jetzt hier nochmal ganz schnell für 2 Versuche. Jeweils 10 Rubine. Ja, ich weiß, wir halten uns nicht zu lang auf hier. Die Leute wollen ja was sehen, ne? Friends. Aber ich habe halt super Bock auf dieses Spiel. Das ist meine Zelda-Jugend, das ist meine Videospiel-Jugend. Da kommt für mich persönlich so viel zusammen. Für mich ist diese Nostalgiebrille so krass. Und mich stört es wirklich nicht, dass hier die, wie einige sagen, die Performance an der Oberwelt jetzt nicht der Hammer ist. Meine Güte, war damals jetzt dann auch nicht die Pracht. Und ich finde, es schaut schön aus. Also ich komme mit dem Grafikstil sehr gut klar. Ach komm, das könnte es doch sein. Komm. Dass er oben dann nochmal so rumlupft. Hör auf, hör auf. Ah, das schaut gut aus. Hui. Glücksspiel ist eine Sucht, liebe Freunde. Bitte nicht nachmachen. Ja, habe ich jetzt nochmal 14? Habe ich echt für 2 gesammelt und jetzt nein gesagt? Na naja, gut. Erstmal das Herzteil holen. Was für ein seltener Fund.
Es gibt übrigens mehr Herzteile als im Original, habe ich gelesen. Es soll irgendwie bis zu 20 Herzen, Link soll bis zu 20 Herzen bekommen können. Im Original irgendwie nur 12, glaube ich. Ah, das war nicht so gut. Aber ich hoffe, dass er... Nee. Nein. 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 Die Frage ist jetzt... Die Frage ist jetzt, ob ich natürlich, ne, wie gesagt, ich mache hier jetzt wieder 20 Minuten Folgen, die kann man schön weggucken. Ich will natürlich jetzt gleich heute auch eine hochladen. Also wenn alles klappt, bitte, 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 nicht böse sein. Nicht mich jetzt unter Druck setzen, selbst wenn ich dann erst schaffe, morgen hochzuladen. Und jetzt sage ich in dem Video ganz großkotzig, ne, klar kommt es am 20. Logisch, also da kommt ja auch das Spiel raus. Ne, müssen wir mal gucken. Hängt ja auch immer noch ein bisschen was mit dran, ne? Aber ist mir jetzt egal. Ich will jetzt hier den, Und eine Zaubermuschel ist noch hinzugekommen. Oh, komm. Leute, das war gut. Auf. Ja. 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 Ah, schön. Freut mich. Ja, das mache ich. Danke, tschüss. Du hast eine Schnüppchenfigur erhalten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Und das sind diese Figuren, die auf diese Halterung passen. Das Gute, wenn man das so sagen kann, ist, ich habe keine Ahnung mehr, was passiert, wenn man die irgendwo passend draufstellt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es ist. Wo stellen wir uns hin für den Abspann? Vors Haus. Ich weiß auch nicht mehr, wie es ist, wenn man diese Quest hat oder fertig hat, wo man alle Items abgeben muss. Also diese große Tauschquest, die über die ganze Karte geht. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Freut mich, wenn ihr einschalten würdet zu Zelda Link's Awakening. Wenn irgendwas mit dem Sound ist oder so, schreibt's drunter. Das ist immer jedes Mal in der ersten Folge ein bisschen ein Problem. Das richtig abzumischen. Ah, das kriegen wir schon alles hin, Leute. Wie gefällt's euch? Ganz ehrlich. Seid ihr ähnlich gehypt wie ich? Hattet ihr das Spiel damals auch? Also ich bin jetzt morgen auch in meinem Elternhaus. Ich werde mal die alte Cartridge suchen, ob ich die noch finde. Ja, vielleicht poste ich die dann auch mal. Richtig, richtig Nostalgie-Flash. Nostalgie over 9000, ohne Witz. Ich habe richtig Bock. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich sage wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.